Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in den Neuigkeiten seht ihr schon ein bisschen, es ist ein bisschen was Spezielleres. Was hier alles passiert ist, warum ich hier hingefahren bin, das werdet ihr heute in den Neuigkeiten erfahren. Aber ein bisschen später. Als erstes fangen wir jetzt mal mit den vergangenen Projekten an. Die fangen jetzt an. Viel Spaß beim Video. Das hier war eins von den vergangenen Projekten. Mein Schleifpapierhalter. Ihr seht, er ist jetzt auch mal endlich wieder gefüllt. Ich habe kurz nach dem Projekt auch direkt Schleifpapier geordert, weil ich echt out of order war. Da gab es ein paar Kommentare unter dem Video und die will ich jetzt sofort beantworten. Erste Frage lautet, warum hast du nicht überall French Clean in deiner Werkstatt? So brauchst du doch nur umhängen. Trotzdem klasse Video. Ja, warum habe ich kein French Clean in meiner Werkstatt? Als ich vor ein paar Jahren meine Werkstatt hier aufgebaut habe, wusste ich oder kannte ich das System schlicht und ergreifend noch nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, meine ganzen Halter hier, die sind an die Wand direkt geschraubt. Wenn ich hier was umhängen möchte, schraube ich es ab und schraube es an die andere Werkstatt. Warum habe ich kein French Clean System jetzt nachgerüstet? Zuallererst, die ganze Werkstattwand hängt schon voll. Das ist alles schon gut so im Moment. Wenn ich jetzt was neu umhängen möchte, muss ich halt ein paar Sachen abschrauben. Würde ich es wieder genauso machen? Ich weiß es nicht genau, ich kann es euch nicht sagen. In einer größeren Werkstatt, finde ich, ist ein French Clean System richtig cool. Denn wenn ihr größere Abstände habt und, sage ich mal, wirklich eure Maschinen umorganisiert und dann verschiedene passende Werkzeuge, zum Beispiel zur Hobelmaschine, zur Tischkreissäge oder euer Schrank mit den Fräsern zu eurem Frästisch, das ist natürlich cool. Aber in meiner Werkstatt räume ich sowas, ich habe halt nicht, also ich kann es nicht mal umräumen. Wenn man das nicht drin hat, finde ich es auch okay. Ich finde, ab einer gewissen Größe ist es super cool. In einer kleineren Werkstatt finde ich auch noch das normale System dann nächstes Mal noch ganz cool. Dann eine Nachricht vom Ralf Schmitz. Hallo Philipp, ich habe meine Schleifscheiben auf 5 mm Gewindestäbe gesteckt und diese in einer Schranktür befestigt. Ist sauber und okay. Dein Teil schaut aber auch gut aus. Das ist so ein Ding, das habe ich früher auch relativ oft gemacht, aber ihr seht, wie es bei mir ausgeartet ist. Deswegen habe ich für solche Aufhängmöglichkeiten mittlerweile keinen Stauraum mehr. Grundsätzlich habe ich auch in meiner ganzen Werkstatt eigentlich keinen Platz mehr an der Wand. Weswegen ich viele Sachen nicht an der Wand hängen habe, weil die Wand einfach voll ist. Aus dem Grund sind bei mir viele Dinge ein bisschen anders, als sie in anderen Werkstätten sind. Einfach nur, weil meine Werkstatt einfach voll ist. Eine Sache ist auch relativ oft in den Kommentaren geschrieben worden. Und zwar waren das zwei Punkte. Zuallererst das Kabel, das hängt ja jetzt so lose runter. Ob ich da nicht besser für einen Halter machen würde. Die zweite Sache ist, der Extender-Schleifer, der steht ja nur oben drauf, der wird wahrscheinlich schnell runterfallen. In meinem Fall ist das für mich so am idealsten, denn hier rechts hängt das Kabel direkt an der Wand und da muss ich mich schon sehr, sehr dusselig dran stellen, dass der runterfällt. Außerdem ist er jetzt auch, er steht relativ simpel drauf. Er steht relativ gut drauf, wollte ich natürlich sagen. Und aus dem Grund habe ich da nicht irgendwie einen extra Halter gemacht, denn in meinem Fall finde ich, dass das einfach saugut so ist. Und ich das Kabel nicht runterziehen werde, weil es da auch sehr, sehr gut hinten an der Ecke drin liegt. Könnt ihr euch vorstellen, jetzt ist meine Werkstatt halt echt nicht aufgeräumt, weil ich weg war, direkt nachdem ich fertig war quasi. Wenn ich aufräume, dann liegt das Kabel hier hinten drin und da komme ich normalerweise nicht dran. Aber je nachdem, wo euer Exzenterschleifer hängt oder ihr vielleicht in einer Werkstatt mit mehreren Leuten arbeitet, macht das natürlich Sinn. Definitiv. Aber in meinem Fall ist das so super. Ja, wo war ich unterwegs? Ihr habt es ja schon am Anfang gesehen. Ich war im Kliemannsland. Darüber werde ich euch gleich ein paar Infos geben. Auch war ich jetzt dieses Wochenende auf einem Seminar. Zum Seminar war nicht so gut. Ich bin auch früher gegangen, weil es an vielen Punkten nicht den Erwartungen entsprochen hat, die ich mir vorgestellt habe. Und aus dem Grund hat sich hier in der Werkstatt auch eigentlich nicht viel drin verändert. Eine Sache, die ich aber jetzt noch bald hinter der Kamera machen werde, das werdet ihr nur mitbekommen, wenn ihr mir auf Social Media folgt. Da werde ich noch ein paar Flaschenöffner herstellen. Die sind auch mittlerweile wieder im Shop verfügbar. Das hier sind die ganzen Rohlinge. Das hier war Linde. Da habe ich euch in dem Video auch gezeigt, wie ich die ganzen Teile zugeschnitten habe. Und hier haben wir noch ein bisschen Apfel. Das war alles ziemlich nass. Das habe ich auf die Heizung gelegt und das ist jetzt auch okay, dass man es drechseln kann. Es ist bedeutend leichter, als es vorher war. Und ja, wird auf jeden Fall gut sein zum Drechseln. Und da werde ich jetzt 20 Öffner machen und speziell diese Antiken werde ich machen, weil die den Leuten auch besser gefallen haben, so die ich halt jetzt befragt habe mal. Wie gesagt, die Flaschenöffner sind wieder vorhanden und das hier werde ich euch auf Instagram so ein bisschen zeigen. Da seht ihr mal relativ viel, was noch hinter der Kamera alles passiert und da habe ich jetzt auch gleich richtig Bock drauf,
weil Linde sich gut drechseln lässt, Apfel sich gut drechseln lässt, dann kann ich mir klar noch einen schönen Podcast anhören und da ein paar Flaschenöffner herstellen. Dann habe ich euch in der vergangenen Woche zwei Sachen gefragt. Die erste Umfrage war, ob ihr ein eigenes Video möchtet zum Thema Werkstatt reparieren, denn ich habe hier so ein kleines Nässeproblem. Und ihr habt mit 590 Stimmen dafür abgestimmt, dass ihr ein eigenes Video möchtet. Das bedeutet, da könnt ihr euch mal drauf gefasst machen. Der Wusel, der ist schon wieder da draußen. Das heißt, ihr könnt euch darauf gefasst machen, dazu wird ein eigenes Video kommen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil das zeitlich im Moment schwierig ist. Aber dann habe ich euch ja noch gefragt, ob ihr ein eigenes Saubermach-Video möchtet. Das würde ich dann in dem Werkstatt-Reparaturen-Video mit einbinden. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der mir in den letzten zwei Wochen richtig viel Freude bereitet hat. Und das war das Klimansland. Denn ich bin mit dem lieben Lars und der Mary ins Klimansland gefahren. Was haben wir dort getan? Wir haben an der Folge Karrenquartett teilgenommen. Wer das nicht kennt, das ist ein Quartettspiel, was die Jungs da auf die Beine stellen vom Klimansland, wo die dann Leute einladen, die dann verrückte Karren gebaut haben. Ob Mofa, ob Buggy oder irgendwie Bierkistenauto. Ganz, ganz komische Sachen. Und da zeigen die die Sachen dann einfach mal in so einem Video von denen auf dem Kanal. Mir fehlen die Worte mal wieder. Und das wird dann später ein Karrenquartett, was man dann auch holen kann. Und da bin ich jetzt mit meiner Puch Maxi drin und mit meinem grünen Scheißhaufen. So nenne ich es ganz gerne. Wer das nicht kennt, da habe ich mit am Stock Race teilgenommen. Und die Leute fanden es echt witzig, das Teil. Somit habe ich auch so ein bisschen mein Ziel erreicht, denn als ich dieses grüne Teil gebaut habe, habe am Stock Race teilgenommen, war dann fertig, wusste ich nicht so genau, was ich mit anfangen wollte. Und ich habe überlegt, so komm, das soll eigentlich für die Ewigkeit im Internet drin wirklich bleiben. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ey, komm, ich könnte doch am Karrenquartett teilnehmen. Und wie es der Zufall will, nach dem Werkstattbesuch wurde es dann wirklich dingfest, dass der Lars gesagt hat, okay, er hat es hinbekommen, dass wir da hinfahren können. Und also Nobelhobel. Und der hat das Ganze dann auch auf die Beine gestellt. Mega cooles Event. Hier sind ein paar Aufnahmen für euch aus dem Klimansland behind the scenes. Autofokus. Wir sind gestern Abend angekommen. Wenn ich wir sage, meine ich noch den Nobelhobel. Der steht da hinten an den Wohnwägen. Und heute drehen wir das Karrenquartett. Aber davor schaue ich mir jetzt erstmal hier die Bude an. Da hinten sind noch die zwei anderen. Man kann es, glaube ich, eher erahnen. Ein Tag später. Ihr seht, es regnet. Und da habe ich gestern noch gestanden. Aber ihr habt, denke ich, gerade gesehen, dass hier dieser ganze Platz schon ein bisschen schlammiger ausschaut als auf den Videos. Und ich deswegen mein Auto mal schnell weggefahren habe. Ich habe euch aber, als wir angekommen sind, erst den einen Teil vom Klimasland gezeigt. Und zwar hier diesen Teil, so ab dem Teich. Alles hinten dran. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, komm, hier gibt es ja noch mehr zu sehen. Gehen wir mal noch ein paar Meter weiter. Eine Unterkunft für Anreisende. Das Gewächshaus. Oder im Moment eher Abstellkammer. Das Coole ist, hier sind so viele verschiedene Punkte. Es dauert echt, dass man das alles so ein bisschen versteht. Hinten war nämlich so ein Riesenschild, in welcher Reihenfolge man das Geschirr am Campspot abwaschen soll. Und hier sieht man jetzt zufällig die passenden Spülbehältnisse. Und so ist das hier quasi auf dem ganzen Gelände. Überall, alles, immer. Trecker. Man merkt erstmal, wie viel noch hinter den Kulissen hier abgeht, wenn man mal da ist. Denn hier wird gerade ein Musikvideo gedreht. Und hinten in der großen Halle ist heute eine Festivität, die eigentlich nichts mit dem Ort hier zu tun hat. Zur räumlichen Vorstellung, da vorne ist so das Eingangstor. Was man wahrscheinlich auch kennt von vielen Bildern von außen. Da ist noch eine riesen Scheune. Ich glaube, hier den Raum sieht man in den Videos nie so oft, aber hier stehen viele, viele Gefährte rum, die abgefahren sind. Ich denke, das trifft es ganz gut auf den Punkt.
Das hier ist das Camp und hier pennen dann halt eben Besucher, Helfer oder in dem Fall die anderen zwei. Ich habe in meinem Auto gepennt. Das unglaubliche Liebe hier war einfach, dass die Wohnwägen extra vorgeheizt wurden, denn es war recht kühl. Auf den blauen da werden wir jetzt mal gehen. Hier hat man noch mal einen ganz, ganz guten Überblick über das gesamte Areal. Hier hinten ist die große Wiese und bis dorthin stehen Wohnwägen. Hier ist dann so der Camperbereich, großer See und da hinten, da wird dann immer einiges gemacht. Wenn ihr noch ein paar mehr Einblicke möchtet, habe ich jetzt was Neues auf meinem Instagram-Account gemacht. Und zwar habe ich jetzt auch endlich mal Highlights hinzugefügt. Was ist das? Das sind Stories. Stories vergehen ja normalerweise nach 24 Stunden und dann sind sie weg. Aber ich habe jetzt auf meinem Kanal auch mal die Klimansland-Stories in so einem grünen Highlights-Punkt zusammengefasst. Und dann könnt ihr euch alle Stories zum Klimansland auf meinem Instagram-Account anschauen. Mega witzig, ich schaue auch tatsächlich noch regelmäßig immer mal nach, denn es ist einfach ein abgefahrener Platz und richtig viele coole Leute sind da immer am Start. Also richtig, richtig cool, richtig gute Gastfreundschaft. Wir konnten dann in der Spelunke, konnten wir dann abends auch immer da sitzen, haben uns Feuer angemacht, damit es schön warm wird. Und man muss vielleicht dazu sagen, wir waren ja keine normalen Besucher. Wir haben ja da an etwas teilgenommen, und zwar diesem Kargenquartett. Wenn ihr einfach Besucher seid, müsst ihr euch halt natürlich einfach so ein bisschen auch an die Regeln anpassen. Das bedeutet Öffnungszeiten, da werdet ihr einfach rumgeführt und das gibt es vielleicht nur zu sagen. Das war aber nicht alles. Nach dem Klimansland ging es noch weiter nach oben in den Norden. Und zwar ging es da zu dem lieben Robert, dem Küstenholz-Robert. Da haben wir einen Livestream in seiner Werkstatt gemacht. Unfassbar, das Ding ging 6 Stunden bis um 2 Uhr nachts. Und man hat, glaube ich, schon nach 2 Stunden mir angesehen, dass ich richtig tot war. Und es lag halt einfach daran, wir haben den ganzen Tag vorher gedreht. 2 Tage vorher war Anfahrt, da bin ich noch 7 Stunden Auto gefahren. Und ich war einfach fertig. Ich war einfach müde. Denn da oben war es auch recht kalt. Ich habe noch keine Standheizung im Auto. Und es war halt einfach anstrengend. Und deswegen war ich halt auch dementsprechend müde im Livestream. Ich habe halt einfach so ein bisschen verkokst ausgesehen im Stream. Das ist mir sogar selbst aufgefallen. Ich habe es ja sogar selbst im Stream noch gesagt. Den Stream gibt es auch, glaube ich, beim Robert auf dem Kanal. Wie gesagt, es ist einiges an Videomaterial, da könnt ihr euch das ja mal anschauen und mal reinzappen. War wirklich eine richtig lustige Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, von seiner Werkstatt seht ihr jetzt hier noch einen ganz kleinen Ausschnitt. So, und schon wieder in einer anderen Werkstatt. Wir sind hier in der Werkstatt von dem Robert. Da hinten steht der Robert. Mit meiner Kamera sieht sie, glaube ich, noch mal ein Stückchen größer aus. Moin, auf meiner Werkstatt. Genau das. Und es ist eine super schöne Werkstatt. Hier haben wir gestern gelivestreamt, fast 6 Stunden. Wahnsinn, bis 2 oder bis 3 Uhr, ne? 2 Uhr, kurz vor 2. Okay, ungefähr bis 2 Uhr haben wir gestreamt. Super viele coole Leute waren da dabei, also wieder noch ein recht herzliches Dank dafür, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und genau. Jetzt Schnitt. Kettenstimmer, sehr geil. Bandsäge, Treppenbauprojekt, Hobel, ganz viel Makita, Tischfräse. Restig. Sekretärin Nobelhobel. Genau. Eingangstüre. In der Mitte steht die Formatkreissäge. Und was in den Videos nie so wirklich auffällt, ist, dass hier ein Tritt ist. Also der ist schon bedeutend größer als in meiner Werkstatt hier. Robert, vielen lieben Dank, dass wir vorbeikommen durften. War mega, mega cool. Ja, Robert hat auch einen Kanal. Wie heißt denn da? Küstenholz. Okay. Ja, Küstenholz könnt ihr eingeben, aber Küstenholz Hoffmann Robert wäre korrekt. Alles klar. Hoffmann Küstenholz. Oder in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann schneller draufklicken. Aber das war auch nicht alles. Wir sind dann nämlich noch zum lieben Jan gefahren, alias Onkel Jan. Onkel Jan. Und der ist ja Metaller. Und in seiner Werkstatt haben wir uns dann auch noch getroffen. Und da habe ich für euch auch noch einen kleinen Ausschnitt aus seiner Werkstatt. So, und jetzt schon wieder aus der nächsten Werkstatt bei dem lieben Jan. Da schauen wir uns das Ganze jetzt noch ein bisschen an und ich gebe euch eine ganz, ganz kleine Tour. Und ganz viel Werkzeug. Das ist, und ganz viel Chaos, ganz viel, guckt nicht so genau hin. Verdammt. Das ist geil. Na? Mhm. Geil. Feine Triebwerk. Vielleicht habe ich da den Karton noch stehen. Ja, quasi, die relativ.
Keiner braucht keine Angst haben. Kannst du nur hauen. Du jetzt in der Hand. Das waren Fäuste, den ich zum Schmiede brauchen habe. Da kamen dann einige Schmiede dann an. Was hast du da für eine Scheiße gemacht? Du weißt doch gar nicht, was das für ein Werkstoff ist, was sie da verwendet haben. Wen interessiert das? Aber wenn ich dir die Frage stellen darf. Der Jan hat auch einen Kanal. Wo ist er? Ja, ist ein Kanal? Feldschmiede Noekes oder Onkel Jan. Oder in der Videobeschreibung. So ein grandioses Wochenende. So viele coole Leute getroffen. So viel cooles Zeug gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wie das Ganze war. Also es war wirklich richtig cool. Und auf der Heimfahrt hatte ich dann auch noch die Ehre, den ersten Schnee abzubekommen. Und ich habe mir gedacht, so, ey, bin ich im falschen Film. Jetzt fängt es schon an zu schneien. Aber naja, bin auch dann gut heimgekommen. Und da ist mir auch erstmal klar geworden, Hut ab an die Berufskraftfahrer, die Berufskraftfahrerinnen, schweres Wort, jeden Tag 8 Stunden in so einem Auto sitzen, beziehungsweise LKW, das ist schon echt nicht ohne. Das habe ich an dem Tag speziell gemerkt, also Hut ab. Dann noch das Projekt Spardose, wer spart mehr? Fand ich ganz witzig, den Titel, deswegen habe ich den auch ausgesucht. Da kamen ein paar Fragen auf zu der Schrift, die ich gemacht habe. Denn ich habe die Schrift ja mit Pigmenten und Sekundenkleber gemacht. Die Pigmente waren diese hier. Ganz einfache Pigmente und als Kleber habe ich Sekundenkleber verwendet. Da habe ich den Tipp bekommen, dass ich doch 2K Epoxy benutzen könnte, aber ich habe einfach den Sekundenkleber benutzt, weil das keine Fläche war, die irgendwelchen Belastungen ausgesetzt wird. Das sollte einfach nur so ein bisschen die Farbe in dieser Öffnung, in dieser Fräsung dann drinne halten. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden. Denn es ging, wie es der Name schon sagt, sekundenschnell und es hat auch gut funktioniert. Jetzt kommen wir zum aktuellsten Projekt und zwar ist das die Werkstattheizung und das ist eigentlich immer ein aktuelles Projekt, wenn es Richtung Winter geht in der Holzwerkstatt. Ja, was soll ich sagen? Mega viele Kommentare. Ich glaube, das sind bald 200 Kommentare und ich werde jetzt hier in den Neuigkeiten auch nur auf die richtigen Fragen eingehen, denn da habe ich wieder gemerkt, dass da viele, viele böse Menschen da draußen im Internet sind tatsächlich, die auch echt böse Wörter im Netz öffentlich verfassen. Von so Sachen wie, boah Philipp, du wirst bald tot umfallen und so eine Scheiße halt eben. Die werde ich hier aber in den Kommentaren nicht, an den Neuigkeiten nicht erwähnen. Es gab tatsächlich ein paar Fragen und auch argumentierte Einwände und auf die will ich eingehen. Aber als erstes habe ich eine Frage wegen hier diesem Schrauber bekommen. Von lieben Harald Stein, warum dreht der Schrauber immer durch? Nimmst du vernudelte Köpfe? Ja, das ist ein Schlagschrauber. Das bedeutet, der dreht mit Schlag und ich zeige es euch einmal mal kurz. Wenn ihr jetzt hier euch eine Schraube nimmt und die reindreht, merkt ihr gleich, dass er anfangen wird zu schlagen. Finde ich ganz cool, das Feature. Muss ich aber auch was dazu sagen, bei kurzen Schrauben ist es super, aber jetzt wirklich bei richtig langen Schrauben benutze ich das nicht so, weil da habe ich ein bisschen Angst, dass hinten diese Funktion, diese Schlagfunktion, dass sie dann irgendwie abqualmt, wenn ihr dann pro Schraube 20 Sekunden lang das Ding hier schlagen lässt. Was ist der Vorteil? Eigentlich ist der erste Vorteil die Bauart, das Ding ist hier ein bisschen kürzer als die andere und der ist ein bisschen wertiger in dem Set gewesen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn er das schraubt, habt ihr einen besseren Druck, ohne viel zu drücken hier auf den Schraubenkopf. Aber vielleicht weiß das ja von euch jemand besser, was so die aufgeschriebenen Vorteile von so einem Schlagschrauber sind. Ich benutze ihn auf jeden Fall super gern und kann so ein Ding echt auch jedem nur empfehlen. Jetzt kommen wir aber zum Übeltäter Nummer 1. Und zwar hier dieser schönen Dieselkanone, mit der ich meine Werkstatt heize. Da gab es auch ein paar alternative Vorschläge. Und der erste Vorschlag war von Martin Schulze. Hey Philipp, ich habe mir für die Werkstatt eine Infrarot-Blattheizung installiert. Macht keinen Krach und schön warm. Warum habe ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht? Der Grund ist auch hier relativ einfach. Ich habe in meiner Werkstatt nicht mehr viele freie Flächen, wo ich dann noch eine Infrarotheizung dran bimseln will und das ist der Grund, warum ich bis jetzt sowas nicht benutzt habe. Ich kenne keinen, der eine Infrarotheizung hat. Ich habe mich noch nicht so wirklich schlau gemacht über eine Infrarotheizung und aus dem Grund habe ich mich dafür nicht entschieden, weil das halt ein komplett neues Thema für mich wäre. Wenn ihr aber jemanden kennt, der eine Infrarotheizung hat, dann könnt ihr bei dem schauen, wie viel das euch bringt. Nicht wundern, ich habe den Dieselheizer im Moment nicht an oder halt irgendwie draußen aufgebaut, weil es ist nicht so kalt, dass ich eine Heizung bräuchte und aus dem Grund, ja, ist die Temperatur hier vollkommen okay. Und ich habe aber auch noch ein paar Mal eine Anmerkung bekommen. Und zwar wurde mir öfters geschrieben, zum Beispiel vom Multitool, ja, kenne ich, aber forscht. Okay.
Das Loch muss am Brandschutz, aus Brandschutzgründen mit feuerfester Isolierung geschützt werden. Grundsätzlich stimmt das natürlich. Was habe ich gemacht? Ich bin so ein bisschen praxisorientiert auch an die Sache rangegangen. Ich habe einfach erstmal die Metallteile vorne angepatscht, auch nachdem das Ding warm war. Und da war das Ding niemals so heiß, dass da irgendwie, wenn da was oben auf das Gestell drauf fällt, dass da irgendwas hätte anfangen können zu brennen. Das bedeutet, nicht heiß, nicht heiß, nicht heiß, nicht heiß, auch nicht heiß. Darum ging es also in keinster Weise so heiß, also man kann es noch anpacken. Das Ding ist heiß. Da soll man aufpassen, da nicht dran greifen und da, wie gesagt, man kann es anpacken und ja, man kann es anpacken, Punkt. Was dazu kommt, klar, die Luft, die da vorne rauskommt, die könnte ja natürlich so heiß sein, dass die Holz entzündet. Ich bin davon ausgegangen, weil 45 auf dem Thermostat gestanden hat, dass die Luft 45 Grad warm ist. Natürlich ist die, oder da habe ich mich eventuell so ein bisschen beirren lassen, wahrscheinlich ist die Luft heißer, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber auch hier habe ich einfach geschaut, okay, wie nah kann ich nach vorne rangehen, bis man es nicht mehr aushält, und das war schon relativ nah. Ich gebe dir recht, man sollte die Dieselkanone nicht auf eine Wand draufstellen, das wäre nicht gut. Und eine Wärmeschutzisolierung wäre auch eigentlich gut. In meinem Fall war es aber okay. Ich bin hier drin, wenn ich das Teil anmache. Das Teil läuft keine 3 Stunden am Stück. Das Teil läuft auch nicht, wenn ich nicht in der Werkstatt bin. Das bedeutet, wenn irgendwas passieren würde, würde ich es zwangsläufig mitbekommen. Ich werde vielleicht mal ausprobieren, was passiert, wenn man da ein Stück Holz vorn dran stellt. Ich werde es einfach mal ausprobieren und dann kann ich euch darüber ja berichten. Aber grundsätzlich, klar, eine Wärmeisolierung ist gut. Aber weil es hier in dem Fall wirklich nicht so krass, das ist keine vorne keine kranke Flamme, die da rauskommt, die alles, was vorne dran steht, plötzlich entzündet. Das ist halt nicht der Fall. Und aus dem Grund habe ich das Ding nicht wärmegedämmt. Dann kam noch der nächste Punkt. Ein paar Leute, die so ein Teil auch schon benutzen, haben das bestätigt, dass das ein cooles System ist. Hab so ein Teil von Trotec auch im Einsatz. Meine läuft vollautomatisch, das heißt nicht durchgehend. Die Lautstärke ist ein Thema. Es ist laut, aber es ist aber nicht so krank laut. Etwa so laut wie eine Kreissäge. Ich ziehe dann halt den Gehörschutz an und gut ist. Das Ganze ist bei mir ein Provisorium für diesen Winter. Finde ich, der Kommentar hat es eigentlich relativ gut getroffen. Also vielen Dank, Agile, für deinen Kommentar. So. Ich muss jetzt feststellen, weil der Akku alles ist. Okay. Check ich mal gerade das.